Herr Lauterbach, der Satz Ihres Vorgängers Jens Spahn, wir werden uns viel verzeihen müssen, ist fast schon so ein geflügeltes Wort für diese Pandemie geworden. Jetzt, wo wir vor dem Ende der letzten großen Maßnahmen stehen, wo sagt Karl Lauterbach, das prägende Gesicht dieser Corona-Maßnahmen in verschiedenen Funktionen, heute, da muss ich um Verzeihung bitten, da habe ich einen Fehler gemacht? Ich finde, ehrlich gesagt, dieses Wort, um Verzeihung zu bitten, ist schwierig, weil das würde ja bedeuten, dass man damals etwas hätte anders machen müssen, weil man es besser wusste, es aber nicht so gemacht hat, wie man es hätte machen sollen. Das glaube ich, dass es nicht oft passiert ist, sondern oft war der Wissensstand nicht wirklich gut genug. Man muss also sehr vorsichtig sein. Das mag vielleicht gelten, wenn es Unregelmäßigkeiten gegeben hat, wenn Betrug stattgefunden hat, Maskengeschäfte, die nicht in Ordnung gewesen sind, viel zu teure Tests und so etwas. Das sind Dinge, die hätten nie passieren dürfen. Aber zum Beispiel war es im Nachhinein betrachtet ein Fehler, die Schulen und die Kitas so lange geschlossen zu halten. Das war im Nachhinein ein Fehler. Auf der anderen Seite ist es so, damals wurde das aber von den Wissenschaftlern, die die Bundesregierung beraten haben, angeraten. Somit also war der Kenntnisstand einfach nicht gut genug. Und da muss man also vorsichtig sein. Man muss unterscheiden zwischen Dingen, die einfach gar nicht gehen. Bereicherung, Abkassiererei, Raffgier, persönliche Bereicherung und Fehlern, die gemacht worden sind, weil die Wissenschaft nicht gut genug war. Jetzt haben Sie einen wirklich neuralgischen Punkt angesprochen, Kitas, Schulen, Kinder und Jugendliche. Die waren Leidtragende dieser Pandemie, ohne dass sie die Hauptbetroffenen der eigentlichen Krankheit waren. Und heute sieht man schwerste Folgen, psychosoziale Folgen, soziale Spaltung in den Schulen. Andere Länder haben es anders gemacht. Es ist ja nicht so gewesen, dass wir das gemacht haben, was alle als richtig erkannt haben. Die Schweden, die Schweiz, die waren viel, viel zurückhaltender mit Schulschließungen, auch andere Nachbarn. Haben wir vielleicht einfach auf Kinder und Jugendliche zu wenig gehört, weil die zu wenig Lobby haben? Mit der Lobby, das will ich nicht sagen, aber damals war die Wissenschaft in Deutschland die Schulen müssen also geschlossen werden, weil es dort also zu Übertragungen kommt. Das hat sich nicht in dieser Form als richtig erwiesen. Trotzdem ist einiges daran wahr. Wir haben die Betriebe relativ geschont. Also viele der Betriebe haben einfach normales weiteres Geschäft fahren können. Wir sind aber bei den Kindern und den Schulen sehr hart eingestiegen. Das haben andere Länder etwas anders gemacht. Die haben da die Prioritäten anders gesetzt. Daher ist das sicherlich ein Kritikpunkt. Einer der Gründe, weshalb ich, als ich selbst ins Amt gekommen bin, sehr schnell die Kinder in den Mittelpunkt meiner Reformen gemacht habe. Zum Beispiel die Krankenhausreform in den Kinderkliniken habe ich also sehr früh gemacht. Also die Kinderärzte sind jetzt entbudgetiert. Es wird jetzt Sonderzulassungen geben für Psychotherapeuten, die sich mit Kindern besonders beschäftigen. Wir müssen das Kind, den Kindern jetzt also sagen wir mal, so leicht wie möglich machen, wieder aufzuholen. Wir müssen noch über einen anderen Punkt sprechen, der extrem polarisiert hat. Das war das Thema Impfpflicht. Es war ein Versuch, den Sie sehr unterstützt haben, das durchzusetzen. Es ist nicht gelungen und es hat auch da großen gesellschaftlichen Schaden angerichtet im Rückblick. Ist es richtig, hier auf eine Pflicht zu setzen oder muss man nicht sagen, bei sowas brauchen wir Freiwilligkeit? Ja, die Impfpflicht ist ja angeschoben worden, als es die Omikron-Varianten noch nicht gab. Das heißt, damals also mit der Delta-Variante war es so, wäre es so geblieben, wir hätten nur diese besonders schwer verlaufenden Varianten gehabt, dann wären sehr viel mehr Menschen noch in diesem Jahr oder im letzten Jahr gestorben, als gestorben sind. Somit also die Impfpflicht im Nachhinein betrachtet, mit der Omikron-Variante stellt sich das anders dar, als zum Zeitpunkt, als das Projekt angeschoben wurde. Ganz kurz zum Schluss, glauben Sie, wir sind besser gerüstet, wenn eine neue Pandemie kommt? Das sind wir definitiv. Lassen Sie mich mit einem beginnen. Jetzt im Vergleich zu anderen Ländern mit einer ähnlich alten Bevölkerung sind wir noch relativ gut durchgekommen, aber wir sind sehr viel besser vorbereitet. Wir haben viel gelernt und sind also, wir würden ganz anders herangehen. Wir sind gespannt, ob sich das irgendwann auch mal bewahrheiten wird und hoffen, dass es nicht so schnell wirklich zur Prüfung kommt.